Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 16 Ausgabe. Ja, es ist wieder FIFA 16 Zeit und heute spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal Viertelfinale. Und, oh, welche Rolle? Nochmal neuer. So. Essentieller Stammspieler, das ist doch wohl klar. Warum stellst du so eine Frage, Neuer? Du hinterfragst deinen Trainer. Alles klar. Ja, die Elf. Was? Welche ist nicht verfügbar? Wer war es denn? Ach ja, Rode. Stimmt. Da war ja was. Dann kommt Kimmich. Er wird Sinan Kurt wahrscheinlich spielen. Ja, genau. Ich würde mal überlegen. Ja, ihr merkt schon, dass es nicht so viele FIFA-Folgen letzte Woche gab. Nur zwei und so weiter. Ja. Also FIFA wird auf jeden Fall beendet. So, die eine Saison wird auf jeden Fall zu Ende gespielt. Die Regelmäßigkeit, das muss ich sehen. Ich hatte jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Dienstag, Mittwoch, so um den Dreh. Am Sonntag hatte ich ja Geburtstag, wie manche wussten. Und ja. Ich denke mal, man kann es ja verstehen, dass ich an meinem Geburtstag keine Let's Plays aufnehme oder auch nichts an YouTube machen werde. Das ist, denke ich mal, verständlich. Hoffe ich zumindest. Ja, dass ich da mit meiner Familie feiere und so weiter und so fort. Videos kamen ja trotzdem. Nur FIFA hatte ich überlegt aufzunehmen, aber ich dachte mir so, komm. Du lässt es sein, feierst lieber deinen Geburtstag, weil man wird nicht immer 19. Man wird nur einmal 19 im Jahr. Und dann ist man es für 365 Tage, in dem Fall 366, weil nächstes Jahr das gute alte Schaltjahr ist. Von daher, gut, habe ich es lieber das gefeiert und dafür ein bisschen FIFA vernachlässigt, aber dafür ist Fußball-News einiges entstanden und die können wir natürlich auf jeden Fall besprechen. Natürlich kam auch eine Frage in den Kommentatoren. Und zwar war die Frage, ob Team Coco Robbery ersetzt. Also, wenn ihr nicht wisst, wie die Zusammensetzung ist. Coco ist Coman Costa und Robbery ist Ribery und Robben. Nur für diejenigen, die es nicht wussten. Ich weiß, es bestimmt wissen es fast alle. Zumindest die Bayern-Fans wissen es natürlich, die jetzt neutral sind. Wissen es vielleicht nicht alle, aber ich denke mal, die meisten kennen Robbery. Die ja ihre Geburtsstunde gegen Wolfsburg hatten beim 13:0. Oh Mann, war das ein nices Spiel. Wie die einfach da durchgerannt sind und das war auch Robbens Debüt und alles. Also es hat perfekt gepasst, dieser Tag. Und ja, ob das ersetzen könnte? Aktuell nein. Weil ich halt Hoffnung habe. Oh, mein Handy. Moment. Das ist ja natürlich geil, dass mein Handy während der Aufnahme natürlich piept. So. Kurze Nachricht, die war ein bisschen wichtig. Die musste ich ganz kurz mit durchlesen. Ja, deswegen hatte ich sie auch irgendwie angehabt. Falls was Wichtiges ist. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel. Und ja. Ich denke nicht jetzt, weil dafür ist noch Robben in einer super Verfassung. Also Robben auf jeden Fall nicht. Bei Ribery muss man schauen. Weil man weiß halt noch nicht, wie fit der ist. Ob der jetzt zu seiner alten Form zurückkommt, was ich natürlich sehr wünsche. Weil Ribery ein Topmann ist. Der ist ein Richt. Wenn er seine Form hat, dann ist er einer der besten Spieler der Welt. Für mich war er 2013 sogar der beste Spieler der Welt. Und hätte Weltfußballer sein müssen. Nicht ein Messi, der vier Monate verletzt ist und trotzdem vor Ribery ist. Ja, diese Sache kreide ich immer an. Und werde ich wahrscheinlich auch immer ankreiden in meinem Leben. Wenn ich über Ribery spreche. Ja, und Ribery hat natürlich einen gewissen Status bei mir erarbeitet, aber nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Bayern-Fans. Also, wenn der wieder zurückkommt, dann freut sich einfach jeder. Und natürlich hoffe ich auch, dass er dann lange fit bleibt. Und wenn er an seine Form rankommt, dann hat er natürlich einen Stammplatz. Die Frage ist halt nur mit Douglas Costa und Coman. Coman und Costa, würde ich sagen, ist eher was für die Zukunft, weil, ja, ewig können die beiden es ja auch nicht mehr. Also, weil Ribery ist 31, ich glaube, sogar 32 und Robben ist auch schon 31 und naja, ewig können sie es auch nicht mehr machen, ne? Und
Dazu kommt noch das Verletzungspech, was die beiden leider haben. Dass man Robbery über Jahre hinweg nicht durchgehend sehen konnte, wie zum Beispiel. Was für ein großes Duo konnte man denn jahrelang sehen? Bale, Ronaldo ist zu kurz. Neymar, Messi auch. Ja, viele Duos gab es ja eigentlich nicht. Also, bestimmt aus der Vergangenheit, aber die fallen mir jetzt aktuell, fallen mir weniger ein. Die so gut harmoniert haben für mich wie eine Robbery. Wenn die halt da auf dem Platz stand. Natürlich ist Neymar, Messi und Suarez, wenn die ins Laufen kommen oder wenn die ihre Form haben, ich weiß ja nicht, wie aktuell ihre Form ist, wenn die ins Rollen kommen, dann kriegt sie keiner. Ja, dann kannst du die wegschmeißen. Und ihr merkt schon, ich bin so schlecht in FIFA gerade, weil ich so wenig FIFA spiele momentan. Das ist einfach bei mir normal, dass ich im November eigentlich nur wegen der Let's Plays spiele und dann erst. Ja, wenn Dezember ist, dann der Januar, dann wird aktiver gespielt, dann da habe ich immer meistens meine Bestform. Also da ist meine Form am stärksten. Also da verliere ich sehr, sehr selten Spiele. Also hier verliere ich häufig Online-Spiele mal. Meistens gegen Real Madrid, wer wundert's. Weil es halt jeder holt. Das ist ja, denke ich mal, klar. Wie viele auch Gründe auch immer, obwohl lustig ist, dass viele einfach über Ronaldo immer spielen. Naja. Ist aber legitim, ne? Es regt zwar auf, aber es ist legitim. So muss man es einfach sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bayern holen, weil ich nie eigentlich gegen Bayern spiele. Das muss ich auch so sagen. Aber wie gesagt, nochmal zur Frage zurückzukommen. Ich denke jetzt noch nicht. Man muss halt nur abwarten, wie halt Ribéry in Form kommt. Natürlich, viele haben jetzt schon, ich habe schon gelesen, Douglas Costa ist der beste Spieler der Welt aktuell. So weit würde ich noch nicht gehen. Er kann es werden. Er hat momentan eine richtig starke Form. Also, der ist so gut der ist so gut drin, der Junge. Das ist unfassbar. Das ist richtig gut. Aber ich denke mal, er braucht noch ein paar Jahre. Oder beziehungsweise, wenn er ein paar Jahre lang sich weiterentwickelt, sich verbessert, dann wird es auch irgendwas. Und dann, come on, da sehe ich so viel Potenzial. Also, was der für eine Leistung aktuell abliefert mit 19 Jahren, ist unglaublich. Er hat selber sogar gesagt, er kann sich noch steigern. Viele meinen vielleicht, oh, ist so arrogant, er schätzt sich so sehr, aber. Es mag vielleicht sein, aber irgendwo ist es auch eine Motivation an ihm selber. Weil er zum Beispiel auch gesagt, er kann in jedem Spiel was Entscheidendes zeigen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, der hat echt viele Sachen entschieden. Also er hat sehr viele Assists, Vorlagen und echt gute Spiele gemacht. Also vielleicht hat er mal ein, zwei Spiele mal enttäuscht. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber der Junge ist 19 Jahre alt, also. Also wenn er an sich ja selber Erwartungen hat, dann finde ich das ganz okay. Ich erwarte von mir auch als Fußballer, dass ich es auch besser spiele und so. Das ist ganz normal. Also, ich weiß nicht. Es ist ein ganz normaler Prozess. Und wenn er sich daran arbeitet, wenn er meint, oh ja, ich will besser werden und so weiter. Ey, das ist doch gut für ein Team. Wenn er sich verbessern will, wenn er sich nicht auf seinen Erfolg ausruht und so weiter und so fort. Was ich gerade in seinem Alter sehr gefährlich finde. Wenn er halt ein gutes Spiel macht und denkt sich so, oh ja komm, nächstes Spiel einfach. Nee, er sagt sich so, er kann es besser werden und der hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich denke, Coman und Costa, wenn Coman bleibt, ich hoffe, der bleibt auch bei Bayern. Also es ist nicht nur so, dass er ihn kaufen will, aber wenn Coman sagt, nein, ich will nicht, dann, aber ich denke mal nicht. Also wenn die beiden dann halt langfristig bleiben, dann ist das eine super Sache. Und dann ist für die Zukunft echt gesichert, also. Dann haben wir keine Probleme mit Robbery und so. Obwohl ich Robbery super finde. Versteht mich nicht falsch. Ist, glaube ich, vielleicht mein Lieblingsduo aktuell. Natürlich Coman, Costa, ja, aber das ist ja noch im Vergleich zum Robbery. Das ist ja nicht so lang anhalten wie jetzt. Ihr versteht schon, denke ich mal, wie ich es meine. Genau, dann die nächste News, die sehr, sehr rausgekommen ist. Und zwar ist Wolfgang Niersbach zurückgetreten vom DFB-Amt. Er hat gemeint, er möchte sein Amt mit diesen ganzen Sachen nicht beschmutzen. Das Amt steht über der Person und so weiter und so fort. Und ja, ist zurückgetreten. Viele sind natürlich schockiert und so weiter. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Aber wie gesagt, über den FIFA-Skandal und so weiter oder WM-2006-Skandal in Anführungsstrichen für mich jetzt, habe ich ja wie gesagt schon meine Meinung gesagt. Es ist mir relativ egal. Egal was rauskommt, die WM 2006 bleibt für mich eine geile WM. Und wenn die was ermitteln, dann ermitteln die halt was. Und wenn da irgendwas rauskommt, dann werde ich eventuell meinen Senf dazu geben. Aber mehr werde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich werde mich jetzt damit nicht
aktiv befassen oder so. Das ist einfach Quatsch, finde ich persönlich. Genau, dann ist jetzt Länderspielpause. Meine Hoffnung in der Länderspielpause, kann man sagen, ist, ja, ich hoffe, dass sich keiner verletzt. Das war es auch, weil natürlich geht es für einige Länder was, also für andere geht es um die Playoffs, für die EM, aber für, zum Beispiel für die Deutschen geht es um gar nichts mehr. Es ist ja eigentlich nur Freundschaftsspiele und ja, ich hoffe, dass sich da keiner verletzt. Das wäre bitter. Gomez ist ja neuerdings auch nominiert. Habe ich auch gehört. Viele haben auch gemeint, irgendwie, warum nominiert er? Ich habe momentan gelesen, dass er super Form ist und ich muss sagen, Gomez ist ein super Stürmer. Er ist vielleicht nicht der klassische. Viele meinen ja irgendwie so, er macht keine schönen Tore, aber ganz ehrlich, lieber habe ich solche Tore, die Gomez macht, und da gewinne ich Spiele, als so schöne Scheiß-Tore, die ich. Natürlich sind schöne Tore schön, das ist ganz klar, aber. Es reichen mir auch Tore, wie ein Müller es macht, es reichen mir auch Tore, wie Gomez macht. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel. Und das ist die Hauptsache. Und Gomez ist ein super Stürmer. Ich fand es schade, dass er für die WM zum Beispiel nicht nominiert wurde, aber aus Verletzungssicht natürlich verständlich. Aber wenn ich mir überlege, dass man nur einen Stürmer wirklich nominiert, oder ein, zwei Stürmer nur nominiert hat. Ich glaube, man hat zwei Stürmer nominiert und davon einen noch weggeschickt. Das ist schon krass. Und jetzt hat man Gomez geholt. Gomez, wie gesagt, ein Supermann. Er hat wieder seine Form gefunden nach dem ganzen Verletzungspech, was er halt erlitten hat. Man muss auch sagen, was auch viele vergessen, meiner Meinung nach. In der Trippelsaison, er hat zwar nicht viel gespielt, da hat er größtenteils Mandzukic gespielt. Mandzukic, ich vermisse den Typen. Ich vermisse den bei Bayern und ich hoffe irgendwie, dass er mal zurückkommt. Auch wenn ich sagen muss, mit Davy bin ich auch zufrieden. Aber Mandzukic, der hat auch einen gewissen Status bei mir, gerade wegen dem Tor damals bei dem Champions League-Finale und seinem Einsatz und so weiter. Aber auch Levy, also Levy mittlerweile auch relativ stark. Also beides super Typen und super Stürmer und so weiter und so fort. Wäre ja auch geil gewesen, wenn Mandzukic geblieben wäre, aber aus Sicht, er ist ein Stammspieler und von daher, ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei ihm mit Juve geht. Ich hoffe, ihm geht es gut und so weiter und so fort. Aber gut. Auf jeden Fall, was viele vergessen ist, immer wenn Gomez gespielt hat, er hat seine Aufgaben erfüllt. Ich erinnere mich zum Beispiel an, Champions League Halbfinale, da hat er zum Beispiel das Tor gegen Barca gemacht. Was ja auch an sich wichtig war, weil es waren 2-0. Und 2-0, das ist ja okay, natürlich im Nachhinein 4-0. Für mich das beste Spiel, was Bayern je gespielt hat. Bayern gegen Barca, dieses 4-0. Meiner Meinung nach. Und. Stark gemacht. Genau, dann, ja, was Bayern oder was Gomez auch gut oder was Gomez hat auch einen Anteil, dass das Triple gewonnen wurde. Das wissen auch vielleicht nicht einige. Und zwar hat er beim DFB-Pokal die beiden Tore gemacht und ohne diese beiden Tore wäre Bayern kein Trippelsieger geworden, weil es am Ende 3-2 stand und dieser Trippelsieg in Gefahr war. Ja, was Bayern natürlich ein bisschen verbockt hat, aber Gomez hat es gerettet. Und das ist das Wichtige. Und wie gesagt, von Gomez habe ich viel gehalten und ich halte immer noch viel. Er ist ein super Spieler, der Bayern viel geholfen hat in den Jahren, wo er dabei war, super Dienst geleistet hat. Natürlich hat er manchmal Dinger gemacht, wo ich mir denke, oh Gott, ey, die musst du machen. Aber es gibt so viele Dinger, die er reingemacht hat. Und von daher, ich habe über Gomez kann ich immer nur Positives reden und ich freue mich für ihn persönlich, dass er die Nominierung auf jeden Fall in die Nationalmannschaft wieder geschafft hat und ich hoffe auch, dass er gesund bleibt. Verletzungen wünscht man einfach keinen. Wenn ich überlege, wie letzte Woche, wenn ich manchmal so im Internet lese, was lieber Seth Rollins geschrieben hat, dachte ich mir so, ey Leute, wie kann man Leute einfach eine Verletzung gönnen? Ey, das ist mir scheißegal. Ich bin auch kein großer Fan. Ich mag Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Aber ich wünsche diesen Menschen ja auch keine Verletzung. Das tut man einfach nicht. Das ist einfach unmenschlich. Sorry, ist einfach so. Man wünscht einfach keinen Menschen eine Verletzung. Egal wie sehr man einen hasst, Verletzung wünscht man nicht, auch einen Tod wünscht man sich nicht. Und so weiter und so fort. Genau. Das dazu. Inzwischen ein bisschen viel geredet, viele Themen aufgegriffen. Ja, wie gesagt, Länderspielpause juckt mich nicht so ganz. Ich hoffe nur, dass sich keiner verletzt. Und ja. Genau. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es werden sich welche verletzen. Die Frage ist nur, wie. Und ich bin mal gespannt, wie es aus bei den Playoffs aussieht.
Und ja, EM ohne Niederlande, das ist ja auch mal relativ merkwürdig, wenn ich mir so überlege. EM, wann spielen Niederlande? Gar nicht. Das wird sehr komisch sein. Ist auch lange her, dass Niederlande nicht mehr dabei war. Ich glaube, 88 war das die letzte EM, wo die nicht dabei waren? Ich glaube es. Die haben auf jeden Fall eine. Oh. Die haben ja schon mal die WM damals verpasst, 2002, mit dem guten alten Van Gaal. Und schafft das Laufduell? Nee. Ganz knapp. Ganz knapp vorbeigerannt. Naja, ist nicht schlimm, Bale. Bist zwar schnell, aber auch nicht der allerschnellste. Ich weiß gar nicht, der schnellste Spieler, wer ist denn das überhaupt? Ich glaube, immer noch Walcott oder Aubameyang? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Walcott ist es immer noch. Aber der hat ja auch einen Speed drauf, ey. Ich habe mir mal ein paar Videos von ihm angeschaut. Wenn der mal richtig anzieht, Alter, dann kriegt ihn keiner mehr. Mich würde mal echt interessieren, wie viel Unterschied macht's aus, wenn er sprintet und dann noch bowlt. Ich kann mir gut vorstellen, natürlich ist ein Bolt wahrscheinlich schneller, aber ich will mal echt wissen, wie der Unterschied ist. Das würde mich echt interessieren. Ich weiß gar nicht, ist Bolt ja nicht wieder fit, weil er war ja verletzt. Er hat ja den Kreuzbandriss gehabt. Naja, ist ja egal. So, oh Gott, ey, was für ein Krüppeltor. Aber das ging da rein. Juhu, 3-0. Haben wir uns doch am Ende gekrönt. Aber haben wir gut gespielt an sich. Schöne Kombination, hat Lewandowski gut gemacht. Und ja, 3-0. Das ist doch ein Ergebnis, womit wir super leben können. Bale, Ronaldo. Quatsch. Bale, Ribéry und Levy machen die Tore. Wie komme ich denn auf Ronaldo, Alter? Das ist ja nicht zu fassen. Und. Nice. Was? Och, ich wollte schon sagen, ey, das kann kein Foul gewesen sein. Da wäre der Schiri blind auf beiden Augen. So, Alaba. Yo, was für ein Pass, Alter. Okay, das war's. 13-0, schreibt natürlich eure Meinung in die Kommentare, was ich so alles angesprochen habe. Würde mich interessieren, was ihr so denkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr eine andere Denkweise habt als ich. Was ich nicht okay finde. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Also, könnt natürlich eure Meinung haben. Dortmund ist weiter, Leverkusen ist weiter, Hoffenheim ist weiter und Bayern. Interessante Partien könnten entstehen. Die Frage ist welche. Kriegen wir die einfache, kriegen wir die schwere? Das ist die Frage. Oh, wir kriegen Preisgeld. Sehr schön. Und wie viel kriegen wir? Verlängert, jawohl. Doch, 1 Million. Genau. Sehr schön. Kann ich damit gut leben. Und gegen wen spielen wir im Pokal? Das ist, was mich am meisten interessiert. Nein. Leverkusen. Na? Doch ein härterer Gegner. Leverkusen. Okay. Und dann Dortmund gegen Hoffenheim. Interessante Partie. Gladbach ist auch Zweiter, sehe ich gerade. Sehr cool. Wer nicht wisst, ist Gladbach ist mein Zweitlieblingsclub. Und so weiter und so fort. Aber gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein und ciao.